Ein herzliches Willkommen zurück zu Ark Aberration. Und ja, ich habe die Mauer etwas erhöht und etwas rangezogen und bababam. Der Ravager hat einen Sattel, denn wir sind mittlerweile Level 48. Denn wir haben ein bisschen was gebaut und so weiter. Und für heute habe ich mir gedacht, wir suchen uns jetzt mal einen Dödi. Und wir werden mal schauen, wo wir Öl herbekommen. Denn ich kann den Fabrikator herstellen. Und ich brauche Öl für den Fabrikator. Und ich brauche unbedingt Stein für die Klippenplattform. Genau. Klar, könnte ich ja selber kloppen. Aber so ein Dödi holt ja ein bisschen mehr raus. Nicht wahr? Und weil es hier nur so kleine Mini-Dödis gibt, 12 und 16, habe ich mir gedacht, wir gehen mal einfach mal ein bisschen weiter. So, es hat sich nicht allzu viel getan. Wie gesagt, ich habe hier mich so ein bisschen ausgestattet. Ich habe eine Schmiede hergestellt, ich habe eine Werkbank hergestellt, sonst hätte ich den Ravager-Sattel nicht machen können. Ja, und damit wünscht uns oder begrüßt uns Ark an diesem wunderschönen Morgen. Ja, ich habe die Gamma etwas hochgestellt. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser. Die letzten Folgen waren wirklich sehr, 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 sehr dunkel. Irgendwie hat sich da was verstellt. Keine Ahnung. Warum ich das gemacht habe? Das habe ich deshalb gemacht, weil ich hier lang spaziert bin. Ich habe Holz gesammelt. Ich brauchte ganz viel Holz. Weil ich mir dachte, ach komm, ich baue schon mal die Hütte. Aber das hat sich jetzt ja dann erledigt. Und hier oben waren Pilzbäume. Ja, dann bin ich hier hochgeklettert und dachte so, Jo, toll. Kommt man hier lang, hä? Ja, der nimmt keinen Schaden aus, irgendwie aus, wenn man von irgendwo weiter oben springt. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn ich jetzt von da oben darunter springe. Wahrscheinlich dann schon, aber die Mauer ging ja bis hier. Und jetzt wissen wir auch, woher der Skorpion kam, woher die ganzen kleinen Viecher kamen und so weiter. Ja, die kamen hier einfach reingeklettert und ich will mal gerade mal euch mal hier da hoch, bitte. Habe ich versucht, hier oben das hier zuzumachen? Nee, das hätte sowieso nicht funktioniert, weil ich wüsste gar nicht, wie ich das hätte machen sollen. Es geht auch gar nicht. Man kann hier oben nichts drauf bauen. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist hier ein gesperrter Bereich anscheinend. Und das hieße, ich hätte da unten komplett rumbauen müssen. Und jetzt sehe ich gerade jetzt auch Steine. Oh, cool, alles voller Steine. So, und für die Klippenplattform, die ich mir jetzt da dran hängen möchte, wenn es funktioniert, brauche ich 1200 Steine. Zement habe ich zusammen, 250 Zement brauchen wir dafür. Ich brauche aber noch ein bisschen Zement. Das heißt, wir brauchen auch noch ein bisschen Chitin. Und ja, der Ravager, der hat ein paar ganz coole Sachen. No. Der kann beißen. Der kann hauen. Und ja, das sieht natürlich jetzt total kacke aus. Ah, Moment. So, der kann. Cool, oder? Total cool. Weil man einen Rudel hat, dann brüllen die alle mit. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Rudelbuff oder sowas gibt. Ein Rudelbuff in dem Sinne, noch einen zusätzlichen irgendwie einen Buff durch das Brüllen. Bei irgendeinem Tier war das doch auch. Wenn der gebrüllt hat, hat das die ganzen. Ach, der Jutyrannus, ne? Genau. So, ich habe hier eine natürliche Zipline gesehen. Ich wollte euch mal zeigen, wie das hier so ist. Jetzt habe ich vergessen, wo sie ist. Hier irgendwo. Ah, da ist sie. Stego, du kannst da nicht klettern. Das funktioniert nicht. Ich habe mein Fadenkreuz ausgeschaltet. Normalerweise, wenn man jetzt hier dran gehen würde, würde man jetzt hier ein Fadenkreuz sehen und man könnte jetzt. Ja, man muss da nur dran springen. Also mit X auf der PlayStation. Wie auf dem PC ist, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie, mit welchem Knopf man da springt. Oder mit welchem Knopf man da drauf kommt. Auf jeden Fall ist es hier der Sprungknopf. Und ja, normalerweise wäre jetzt hier ein Fadenkreuz. So, wenn er sich alleine da drauf setzt, dann wisst ihr, ah, okay, er sitzt jetzt hier. So, ihr könnt euch drehen. Und wenn ihr den Cursor R3 drückt, dann seid ihr auch unten drunter. Keine Ahnung, was das bringt. Er kann hier rauf rennen.
Und, was auch voll cool aussieht, wenn ihr L3 gedrückt haltet, rutschen wir hier runter. Voll cool. Haha. So, was, wo gehen wir hin? Waren wir da hinten schon? Ich glaube schon. Da ist dieser Anfangs. Ich weiß nicht genau, wo wir hingehen sollen, um. Nicht runterfallen jetzt. Ich weiß nicht, ob das weh tut. Wir können ja mal ausprobieren. Tut nicht weh. Gut. Also die Höhe ist unproblematisch. Wenn ihr ein kleines Rudel habt, dann haben sie natürlich da diesen, diese kleine Zahl, diesen Rudelbuff halt. Ne? Dann sind die halt ein bisschen stärker. Ich weiß nur nicht, ob die Gezähmten dann auf der Sippler hinterherrennen. Da habe ich keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Oh! Soll ich das mit dem machen? Nee, das ist der Kleine. Ich möchte gerne noch ein paar höhere Revenger haben. Du hast Level 28. Du könntest ein paar Level gebrauchen. Ja, aber ich habe. Komm, ist wurscht. Völlig egal. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese Übersetzung hier bekommt, dann müsst ihr Dreieck drücken. Das habe ich nämlich auch voll vergessen. Thank you. Und hat direkt gelevelt, der Gute. Oder die Gute. Eine. Wo mache ich jetzt drauf? Mache ich jetzt lieber in Gesundheit? Ich glaube, ja. So, ich habe auch gelevelt. Mal eben schnell. Mal eben schnell. Ausdauer, oder? Wir gucken später. Wir werden mal schauen, dass wir. Guck mal, der hängt doch schon die ganze Zeit hier fest. Sollen wir uns den holen? Komm. So, es gibt. Was hast du denn überhaupt für ein Leben, sagt für ein Level? 4. Komm. Er flieht auch schon. Oder versucht zumindest zu fliehen. Es tut mir leid. So, wir holen viel Fleisch. Oh, eine ganze Menge rohes Filet. Das ist gut. Die Gute hat wieder gelevelt. Wieder ein bisschen was. Kommt ein bisschen was in Nahkampf. Ja, total süß. Was habe ich noch gemacht? Ja, Räucherkammer hergestellt und so weiter. Aber wie gesagt, ein bisschen ausgerüstet habe ich mich. Dann habe ich. Ah, da ist eine Krabbe. Ja, mit dem Ravager eine Krabbe packen ist vielleicht keine so gute Idee. Das ist natürlich auch so eine gefährliche Sache mit dem Raptor gewesen, weil die hebt einen hoch. Das habe ich gar nicht gewusst. Das habe ich durch Zufall herausgefunden. War hier nicht auch irgendwo eine Kiste? Wir müssen uns das mal merken, wo hier so Kisten sind. Ich habe noch mal zwei Babys miteinander verpaart. Da sind. Komm, ich muss da erstmal ein bisschen Ausdauer regenerieren. Kommst du zu mir? Anscheinend. Komm, wir kommen mal von. Ja, ist nicht so leicht. Von hinten ist nicht so leicht. Was für ein Level hast du? Kam von der anderen Seite auch einer. Ich habe keine Ahnung. Level 16. Ja! Ja, 2 ist Kacke. Ihr Doofen. Ihr Idioten. Also wartet mal ganz kurz. Nicht, dass ihr jetzt gleich hier einschläft. Die Sternchen gehen noch hoch. Wir sollten ein bisschen aus dem Weg gehen. Nicht, dass ihr gleich hier Heierchen macht. Die Pflanzen sind gut, wie gesagt, die heilen. Und die heilen ziemlich schnell und ziemlich gut. Und ich hätte auch die Bola ausrüsten können. Das hätte ich auch machen können. Komm. Beißt euch hier an der hier fest. Nein, macht mir natürlich nicht.
Oh, komm, die wehrt sich nämlich auch noch ein bisschen. 88. Chitin, perfekt. Ich brauche Chitin. Komm, der ist gleich platt. Sehr gut, sehr gut. Okay. Wir waren auf der Suche nach Dödis, ha? Dödi. Wieso erinnert mich das jetzt an ein Lied? Ach, nicht Dirty, Dirty oder Dirty, sondern Birdie. Sagt euch bestimmt auch irgendwas. Oh, gib Keratin. Gib mir das. No. Ich habe mir Zipline oder Zip-Leinen mitgebracht, damit wir hier auch runterspringen können. Wie wir den Dödi zurückbekommen, das weiß ich natürlich noch nicht. Das ist natürlich die große, große Frage. Oh komm, hier können wir rüberspringen, da brauchen wir nicht. Speed. Wow. So. Hört ihr das? Das sind keine Kirchenglocken. Ich glaube, das haben wir schon mal gehabt. Das sind diese Kristalle hier. I don't know where. Aber hier irgendwo. Da unten ist ein Ravager. Kann ich mich jetzt hinstellen, ohne dass irgendwas kommt? Da ist ein Para. Ich wollte Parazier sagen. Ein Para, der da einfach so rumsteht. Das ist ein Dödi 8. Wo sind die jetzt? Level 16. No. I don't want. Eigentlich hätte ich den Balbi auch zu Hause lassen können. Falls wir jetzt irgendwas Hübsches finden, hätten wir das ja dann mal mitnehmen können. Ah, so, wieder raus. Was hat die Krabbe für ein Level? Einfach mal so interessante halbe. Die ist schon fast platt eigentlich. Nee, oder ist sie blau? Nee. Die ist jetzt Schaden genommen, oder? Gut, gucken wir mal weiter. Grüne Kristalle. Ein Schäflein. Da ist ein Schäfchen. Wogegen kämpfen die? Ach, gegen Raptor. Was? Ach so. Scheint eine Ratte zu sein. Was sind das denn hier eigentlich so für blaue Blümchen? Rennen wir gerade in Richtung böse, böse Gebiet? I don't know. Wow, wow. Ich habe zwischendurch natürlich versucht aufzunehmen, also versucht aufzunehmen, aufgenommen, aber das dann wieder weggelassen, weil dann doch nichts passiert ist. Und ihr müsst ja wirklich nicht jeden Kram. Basilisk, Basilisk, Basilisk. Basilisk! Nein, 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 nein. No, 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 no. Kommt der hinter uns her noch? Ja! Oh, schnell weg! Der erste, den wir jetzt hier sehen. Gucken, vielleicht kann man den an dem Para hier abschütteln. Oder an dem Schaf. Kann man hier mal aus. Ja! Geil! Okay, komm hoch da. Komm hoch da. Hoch da. Hier sind ganz viele Dodos. So. Haben wir sie abgeschüttelt?
Die Schlange, die Böse. Wer kämpft denn da gegen die? Oder kämpft da... Wer, ich wollte gerade... Also ich wollte sagen, wer kämpft denn da? Die sieht schon sehr interessant aus, ne? Also man kann ja fast gar nicht weitergehen, weil man wissen will, wer oder was quietscht denn hier so die ganze Zeit? Ich höre doch hier. Sind das die Stegos, die da kämpfen? Oder ist das dieser... wie heißt der andere gleich? Hier, diese Dingens da. Ja gut, ich überlege gerade, wo wir hingehen. Kann man hier drauf? Ah, kommt er drauf. Perfekt. Guck, er versinkt da. Wer kämpft denn da? Rutschen wir gleich hier durch? Ich überlege gerade, wie, wo, was. Moment. Wenn ich jetzt uiuiuiui. Was? Da ist eine natürliche Zipline. Toll. Ne, darüber werde ich wahrscheinlich nicht schießen können. Ich möchte darüber. Macht das Sinn? No, I don't think so. Irgendwas hat sie jetzt den Geist aufgegeben, glaube ich. Kann man hier weiter hoch? Sollen wir da mal gucken gehen? Wir wollten Dödis zähmen, oder? Nee, also. Ja gut, doch, der Ravager müsste da hoch kommen dann, oder? Ich weiß nur nicht, ob ich bis da oben hin schießen kann. Muss ein bisschen höher halten, oder? Oh. Hängt. No. No. Nimmt, die reitet. Die macht er doch, oder? Komm. Ja! Cool. Cool, wir kommen hier hoch. Ist ja voll cool. Super, und die Ziplines bleiben ja auch. Wir könnten auch runterrutschen. Okay, das hat Schaden gemacht. Shit! Nee. Hätte ich vielleicht abspringen müssen. Wir machen das nochmal. Das hat jetzt aber nicht viel Schaden gemacht. Dreh dich, bitte. Danke. Mein Baby hat ja ein blaues Lichtlein, sehe ich gerade. Ups. Oh, ist nicht so einfach. Also ohne... Nein! Mal gucken, mal direkt davor stehen. Ups. Nee. Das sah jetzt eher so aus. Es gibt's doch nicht. Gerade hat es doch so wunderbar funktioniert. Mal gerade die. Hä? Das hat doch gerade funktioniert. Hallo. Komm schon. So.
Jetzt habe ich hier ein Fadenkreuz. Aber das müsste mir ja auch angezeigt werden eigentlich. Da, seht ihr? So, Fadenkreuz erlauben. Ich glaube, das geht gar nicht ohne mehr. Dann geht er nämlich ohne Probleme da oben drauf. So, wir werden mal da oben einfach mal abspringen und dann mal gucken. Ja, sehr gut. Also quasi am Ende dann einfach abspringen. So. Was haben wir denn hier oben Schönes? Wahrscheinlich nur Böses. So. Ja gut, von hier oben werde ich keinen Dödi mitkriegen, denke ich. Aber wir können uns ein bisschen umschauen. Was? Was war das? Da vorne sind hier überall Raptoren. Oh, sind zwei Stück. Drei, oder? Was ist da noch? 4. 72. Und die einzigen, oder? Schaffen wir. Denke ich doch. Schaffen wir auf jeden Fall. Komm. Oh, drei sind's. Das ist der andere. Das war der 72er und... Ah. Ah, greift uns an. Okay. Ah, macht fast keinen Schaden. Gut. The next one, please. Ich sehe jetzt nur den einen. Was läuft denn da so lila da hinten? Tut weh, oder? Tut weh? Mal gucken, macht das andere mehr Schaden? Keine Ahnung. Anscheinend nicht. Da leuchtet doch irgendwas total. Lila Pink. Nein! Lass es! Nein! Ich möchte wissen. Oh, du blöder Drecksack! Ja, er macht den gleichen Schaden, ne? Ist ja nicht egal. Och, Menno. Ich wollte wissen, was das für eine Farbe war. Das sah von Weitem wahrscheinlich nur so. Was ist das da? Was ist das denn da? Ist das ein Ravager? Ja. Dieses Fernglas einfach super ist. Level 40 ist nicht der einzige. Seht ihr da diesen Dunkelwurf, meine ich. Das ist. Was, soll das der höchste sein? Nee. Doch, anscheinend. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Mich interessiert was. Mich interessiert jetzt was. Das möchte ich jetzt ausprobieren. Kann ich von... Ha! Kann ich! Bringt mir nicht so viel, oder? Okay, wartet mal kurz. Was? Soll das? Wieso bist du runtergesprungen?
Ich will festhalten. Natürlich sehe ich sie nicht mehr. Ist ja klar. Aber was anderes sehe ich auch nicht. Oh, wir haben gelevelt. Mal eben schnell. Ich glaube, wir sollten was in Bewegungsgeschwindigkeit reinpacken. Ja, toll, das war jetzt wirklich viel. Oh, ich habe so 1000 Schritte. Sind wir jetzt hier? Ah, wir sind jetzt hier oben. Okay. Cool, sieht es da hinten aus, hä? Ja, das gucken wir uns ein andermal an. Ja, gut. Keine Ahnung, hier oben scheint erstmal so nichts weiter zu sein. Bis auf die Ravager da hinten. Aber die nehme ich sofort auseinander. Ich habe ja nur einen kleinen 29 oder 30er Ravager. Ich würde mal sagen, ja gut, die eine habe ich jetzt hier verschwendet. Okay. Wieso steige ich eigentlich ab? Ich brauche doch gar nicht absteigen, oder? Kommt jetzt keiner, oder? Ja, folgen? Na, Quatsch. Brauche ich nicht, oder? Ist da unten Metall? Echt? Ist das zu hoch, oder was? Dahin? Nein! Mist. Das ist zu weit weg. Ich hab gedacht, könnten wir vielleicht. Gut. Auch egal. Ja, mal wieder zurück. Reiß die Bäume hier ab. Ah, da oben kommen wir auch noch weiter. Gut. Ich würde auch sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir gehen da oben noch ein Stückchen weiter. Wir gucken mal nach. Dödis. Irgendwie finden wir schon welche. Und ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge dann. Ciao!